Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Heute mit Kapitel 1.3. Und da soll es gehen um beschränkte Mengen und lineare Operatoren. Eventuell habt ihr im Literaturverzeichnis oder besser gesagt im Inhaltsverzeichnis schon gesehen, dass das Kapitel ursprünglich eigentlich nur beschränkte Mengen hieß. Es geht allerdings insbesondere am Ende nochmal ein bisschen um lineare Operatoren, als dass wir einen speziellen Satz von Herrn Banach nochmal beweisen werden. Da braucht man dann halt auch wieder den Begriff eines linearen Operators, deswegen ist das jetzt hier ein bisschen, ja, expandiert, wenn man so möchte. Wir fangen nichtsdestotrotz an mit einer kleinen Wiederholung, und zwar mit der Definition einer beschränkten Menge, weil das ja in topologischen Vektorräumen nun noch ein bisschen anders definiert ist. Und zwar hatten wir einen topologischen Vektorraum E und wir haben m Teilmenge von E. Und diese Teilmenge m heißt dann beschränkt. Wenn es zu jeder Nullumgebung ein s größer 0 gibt, sodass m eine Teilmenge ist von t mal dieser Nullumgebung für alle t größer als das s. Na, also ich kann anschaulich gesehen die Menge m mit so einer Nullumgebung einfangen, wenn ich die Nullumgebung nur hinreichend groß aufblase. Und wenn ich das einmal erreicht habe, dann verlässt diese Menge m auch alle größeren aufgeblasenen Nullumgebungen nicht. Und Nullumgebung reicht uns in diesem Fall, weil wir ja im letzten Kapitel gesehen haben, dass so eine topologischer Vektorraum bzw. die Vektorraumtopologie darauf durch eine Nullumgebungsbasis gerade eindeutig bestimmt ist. Und jetzt wollen wir in diesem ersten Lemma jetzt sozusagen, was jetzt kommt, erstmal ein paar Beispiele für beschränkte Mengen sammeln. Insbesondere halt wichtige Beispiele. Und aus der Analysis ist ja vielleicht bekannt, dass jede konvergente Folge beschränkt ist, nicht umgekehrt. Das ist so ein klassisches Resultat aus der Analysis 1. Und das wollen wir jetzt auch in diesem neuen Kontext beweisen, nämlich mit dem Setting, dass wir eine konvergente Folge in einem topologischen Vektorraum haben. Und was in topologischen Räumen Konvergenz ist, haben wir ja in Kapitel 1.1 geklärt. Und dann wollen wir zeigen, dass die Menge der Folgenglieder, also die Folge, dadurch beschränkt ist. Also sei E topologischer Vektorraum und xn Teilmenge E konvergent. Dann folgt, dass diese Folge xn eben auch beschränkt ist. So, das beweisen wir. Der Beweis ist jetzt, na, er ist nicht unbedingt schwierig, aber er ist noch mal ein bisschen technisch. Also da muss man doch ein bisschen was tun, was man so auf den ersten Blick gar nicht erwartet, eben weil der Beschränktheitsbegriff, den wir jetzt zugrunde legen, ein bisschen anderer ist. Also sei x zunächst mal der Grenzwert unserer Folge xn und seien zusätzlich UV kreisförmige Nullumgebungen mit V plus V Teilmenge U. Dass sowas existiert, das sagt eins der Lemmata aus Kapitel 1.2. So, jetzt sehen wir uns so ein x plus diese Nullumgebung V. Ja, und dann wissen wir, zu x plus V existiert dann eine natürliche Zahl n, sodass das xn gerade in x plus V liegt. Für alle größeren, also für alle n größer gleich dem Index groß n. Naja, das ist jetzt einfach nur das hingeschrieben, was wir damals bei der Folgenkonvergenz als Definition gewählt haben. Wir finden zu jeder Umgebung einen Index, ab dem liegen alle drin. Und x plus v ist natürlich eine Umgebung von x, weil v eine Nullumgebung ist. So haben wir es gerade gebaut. Und jetzt nehmen wir uns einen s größer 1, also sei nun s größer als 1 mit der Eigenschaft, dass x in s mal v liegt. Das geht immer, weil die Nullumgebungen absorbierend sind. Das heißt, ich finde auch tatsächlich so ein s. Mit dieser Setzung haben wir dann nämlich, dass xn Element ist von s mal v plus v. Ne, das ist einfach hier oben diese Eigenschaft. Wir haben v plus v ist in u und xn ist in x plus v. Also wenn x in sv ist, dann folgt sofort, dass xn in sv plus v sein muss. Und jetzt wissen wir ja, wir haben das v kreisförmig gewählt. Das heißt, das v ist wiederum eine Teilmenge von sv. Ja, also kriegen wir das hier raus. Ja, und sv plus sv, das ist aber, weil v plus v in u ist, eine Teilmenge von s mal u. Und zwar für alle n, die größer sind, größer gleich
als dieser gewählte Index n, den wir da stehen haben. So, zu x1, und jetzt kommt dieses Groß N sozusagen ins Spiel. Jetzt nehmen wir nämlich die ersten n minus 1 Folgenglieder, also zu x1 bis x Groß N minus 1, existiert nun ein R größer 0 mit. Ja, und jetzt müssen wir sozusagen diese ersten n minus 1 Folgenglieder irgendwie einfangen, damit wir sozusagen uns dann noch um den Rest kümmern können. Also es gibt ein r größer 0, sodass diese ersten n minus 1 Folgenglieder sind in r mal v. Das ist diese Absorptionseigenschaft. Und r mal v kann ich jetzt aber ja aufspalten in r halbe mal v plus r halbe mal v, weil v ja kreisförmig gewählt ist. Aber v plus v ist ja wieder in u, also ist r halbe v plus r halbe v in r halbe u. So, und jetzt müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Also wir haben das s zwar größer als 1 gewählt, aber jetzt ist es halt sozusagen entscheidend, ist das s, was wir hier oben gewählt haben, ist das größer gleich als das r halbe oder ist es kleiner als r halbe? Und das sind jetzt die Fälle, die wir unterscheiden müssen. Also Fall 1, s ist größer gleich r halbe. Ja, dann können wir durch simples Umstellen dieser Ungleichung hier erreichen, dass r durch 2s ja in diesem Fall kleiner gleich 1 ist. Und damit kriegen wir dann Folgendes raus. Damit kriegen wir dann raus, dass r durch 2s mal u, weil das r durch 2s jetzt kleiner gleich 1 ist, ist das Teilmenge von u, das ist wieder die Kreisförmigkeit. Und u ist ja eine Teilmenge von s mal u, weil das s größer als 1 gewählt ist. Ja, und das heißt, wir haben xn ist ein Element von s mal u, ja, für alle n aus n. Naja, und damit gilt dann natürlich auch xn in t mal u für alle t größer gleich s und natürlich auch für alle n aus n. Also das ist dann der erste Fall. In dem Fall haben wir also die Beschränktheit. Jetzt müssen wir noch den anderen Fall abfrühstücken. Das s ist echt kleiner als r halbe. Naja, in diesem Fall können wir dann aber sofort sagen, okay, dann ist s mal u eine Teilmenge von r halbe mal u. Das heißt, unser xn ist dann in r halbe u für alle n aus n. Und das heißt, unser xn ist in t mal u, ja, jetzt eben für alle t größer gleich r halbe. Und damit haben wir auch wieder die Beschränktheit. Das heißt, diese beiden Fälle zusammen, die sind ja erschöpfend, ne? Mehr kann ja für S nicht gelten, oder mehr können wir es nicht einschränken. Diese beiden Fälle zusammen, die liefern dann die Beschränktheit der Folge und damit haben wir dieses erste Lemma fertig. So, jetzt hatten wir ja im Prinzip eine große Klasse von Beispielen für beschränkte Mengen in topologischen Vektorräumen. Jetzt wollen wir mal ein Beispiel machen, das sozusagen als Negativbeispiel herhalten soll. Und zwar ist das Beispiel 1, 3, 2. Und zwar wollen wir jetzt mal explizit eine Menge hinschreiben, die gerade nicht beschränkt ist. Und das ist erstaunlich einfach, denn es ist sozusagen so, dass wir in einem topologischen Vektorraum nur einen nicht leeren Unterraum brauchen. Wir wollen jetzt hier trotzdem einen speziellen Unterraum, sage ich mal, fixieren, weil sich an dem dann einfacher die Argumentation aufziehen lässt. Aber es geht prinzipiell mit jedem Nicht-Leeren. Also wir nehmen einen topologischen Vektorraum, wollen, dass 0 nicht Element, also nicht gleich x ist und x wählen wir uns in E, also irgendein von 0 verschiedenes Element. Und dann nehmen wir die Menge m, die soll gerade bestehen aus n mal x und das n wählen wir uns aus n. Ja, dann ist diese Menge m nicht beschränkt. Also das ist jetzt ein Negativbeispiel. Aber auch das müssen wir beweisen. Ne? Also es ist anschaulich, ist das irgendwo logisch. Denn was müssen wir ja machen? Wir müssen uns irgendwie eine Nullumgebung wählen und die dann so lange aufpusten, bis wir m einfangen würden. Ja, m ist allerdings so gebaut, dass es n mal ein Nicht-Null-Element ist. Das heißt, es wird anschaulich gesprochen unendlich groß. Das heißt, egal wie groß ich diese Nullumgebung aufpluster, ja, ich kriege es halt nicht eingefangen. Ja, also das läuft jetzt wie folgt.
Nach Definition von m weiß ich, x ist nicht 0 und n ist eine natürliche Zahl, also auch nicht 0, also ist 0 nicht in m. Das ist eine relativ harmlose Beobachtung. Jetzt wissen wir aber ja, okay, wir haben einen topologischen Vektorraum. Das heißt, E ist Hausdorff. Und das heißt, ich kann dann 0 und m voneinander trennen. Das heißt, es existiert eine Nullumgebung U mit x nicht in U. Ja. Also anschaulich gesprochen, wir haben hier irgendwo unsere Null rumwabern. Und hier liegt irgendwo unsere Menge m. Ja, und die setzt sich hier oben fort. Und dann gibt es eine Nullumgebung. Und wir haben hier irgendwo unser x aus m. Ja. Dann gibt es eine Nullumgebung, die die 0 und das x trennen. Ja, und die sind sogar disjunkt. Das ist aber jetzt gar nicht so grammatisch. Also das ist ja die Disjunktheit, wird ja hier ausgedrückt. Das ist eben die Hausdorff-Eigenschaft. Und jetzt multipliziere ich einfach n hier dran. Ja, also das heißt, n mal x ist nicht Element von n mal u. Und das für jedes n aus n. Ja, das heißt, egal wie groß ich meine Nullumgebung aufpluster, spätestens das nächste Element ist nicht mehr drin. In dieser aufgeblasenen Menge. Ja, und das müsste allerdings ab irgendeinem Index sein, damit wir von Beschränktheit reden können. Das heißt, diese Menge ist sicherlich nicht beschränkt. Und das ist gerade das, was wir hier als Negativbeispiel haben wollen. Und was jetzt dadurch natürlich sozusagen, na, nicht als Folgerung, aber was man als Bemerkung einstreuen soll, man kann ein sehr ähnliches Argument durchziehen, halt für beliebigen, nicht leeren Unterraum. Also das funktioniert nach einem relativ ähnlichen Schema. Und zwar kann man das wie folgt aufschreiben. Kein Unterraum eines topologischen Vektorraums E außer ja, der triviale Unterraum, also außer der, wo nur die 0 drin ist, ist beschränkt. Also das ist sozusagen ein sehr einschränkendes Kriterium, wann ich überhaupt von Beschränktheit reden kann. Also Unterräume dürfen wir zum Beispiel schon mal nicht betrachten, weil die lassen sich halt eben nicht einfangen. Und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man das auf andere Arten und Weisen sinnvoll beschreibt, weil Unterräume sind ja nun doch schon ein wichtiges Konzept, aber da kommen wir zu gegebener Zeit zu. Jetzt wollen wir erstmal ein äquivalentes Kriterium angeben dafür, dass eine Menge beschränkt ist in einem topologischen Vektorraum. Und das wollen wir am liebsten machen, indem wir das irgendwie über Folgen charakterisieren, ne, wie man das aus der Analysis kennt. Also Sat 1, 3, 4, das macht jetzt nämlich genau das. Da kriegen wir nämlich genau diese Äquivalenz heraus. Also, wir nehmen uns einen topologischen Vektorraum und da drin eine Teilmenge m, Teilmenge e. Und dann sind äquivalent. Das sind jetzt zwei Bedingungen. Erstens, oder artens, wie man es lesen möchte, m ist beschränkt. Da wollen wir ja gerade die äquivalente Charakterisierung zu bauen. Und zweitens, b, wenn wir eine Folge in m haben und wir haben eine Folge alpha n im Körper und die Folge im Körper, also das alpha n, konvergiert gegen 0. Also es ist einfach eine Nullfolge, dann soll die Produktfolge alpha n xn, die ja dann in e liegt, in e gegen 0 konvergieren. Das ist das äquivalente Kriterium, was wir gerne hätten. Und das wollen wir jetzt beweisen. Da sind ja zwei Richtungen zu zeigen, wie immer. Also fangen wir mit a nach b an. Die sind jetzt in sich genommen auch wieder nicht besonders aufwendig, aber man muss es halt sich einmal sauber überlegen. Also sei m beschränkt und u eine kreisförmige Nullumgebung. Nur kreisförmig wie immer können wir nach irgendeinem Lemma aus dem 1-2er wählen. Dann nutzen wir erstmal die Beschränktheit aus. Das sagt uns dann, es existiert irgendwie einen t größer 0, ja, sodass m eine Teilmenge ist von t mal u. Ja, dann kann ich aber hier natürlich, weil t größer 0 ist, kann ich das Ganze mit t hoch minus 1 durchskalieren. Dann weiß ich also, t hoch minus 1 mal m ist eine Teilmenge von u. Ja, das ist nichts dramatisch Neues. Nur jetzt sei xn in m eine Folge und alpha n eine Nullfolge in k. Also alpha n Teilmenge k mit alpha n
gegen 0, wenn das n denn dann gegen unendlich geht. Jetzt wissen wir ja, Alpha n ist konvergent, das ist eine Nullfolge. Das heißt, für diese Folge finden wir so einen Index groß n aus den natürlichen Zahlen. Also das Betrag Alpha n mal t kleiner als 1 ist. Für alle n aus n. Das t ist ja sozusagen fest. Und das Alpha n geht gegen 0. Also irgendwann wird dieses Produkt hier mal kleiner als 1 werden. Jetzt wissen wir aber auch, wir haben u beliebig gewählt. Also wir haben ja nirgendwo eine feste Annahme gemacht, wie diese Nullumgebung jetzt aussehen soll, außer dass es irgendeine kreisförmige ist. Und das heißt, unser Alpha n mal xn konvergiert dann gegen 0. Weil durch diese Bedingung liegen ja irgendwann mal alle Folgen wieder Alpha n xn in dieser Nullumgebung u. Und das heißt, es muss halt gegen das Element konvergieren, wovon das Ding eine Umgebung ist. Das ist bei einer Nullumgebung eben die 0. Und damit haben wir diese Implikation gezeigt. B impliziert A. Naja, da machen wir jetzt einen Beweis mit Widerspruch. Wir nehmen einfach mal an, unser M wäre nicht beschränkt. M sei nicht beschränkt. Dann müssen wir jetzt zeigen, dass dann es eine Folge in den reellen Zahlen gibt, die gegen 0 konvergiert. Und für die dann die Produktfolge nicht gegen 0 konvergiert. Also sowas in der Art und Weise müssen wir machen. Also wenn m nicht beschränkt ist, dann existiert ja zunächst mal eine Nullumgebung u und eine Folge rn. Das soll eine Teilmenge der reellen Zahlen sein. Für die zum einen gilt, dass rn größer gleich 0 ist für alle n aus n. Und für die gilt, dass Rn gegen unendlich geht. Und zwar so, dass gerade M keine Teilmenge ist von RnU für alle n aus n. Also ich kann durch diese spezielle Nullfolge und durch diese Folge, die gegen unendlich aufbläht, kann ich das M nicht einfangen. Das ist eine direkte Konsequenz daraus, wenn ich sage, okay, die Menge ist nicht beschränkt. Dem geben wir jetzt mal den Namen Sternchen dieser Aussage hier, weil da wollen wir gleich den Widerspruch zu basteln. Jetzt nehmen wir uns eine Folge in M. Also sei xn eine Teilmenge von M. Und jetzt betrachten wir speziell die Folge, die entsteht, wenn ich an das xn jeweils vorne das rn hoch minus 1 dran multipliziere. Also wir betrachten die Folge rn hoch minus 1 xn. Mit, und jetzt wissen wir, rn geht gegen unendlich, also geht ihr Kehrwert, also die Kehrwertfolge, die muss gegen 0 konvergieren. Das ist also gerade so eine Nullfolge. Und mit diesem Setting gilt dann Folgendes. Dann gilt, ja, was haben wir? Wir haben rn hoch minus 1 xn. Nach Voraussetzung ist das dann ein Element von rn hoch minus 1 m. Ja, wir haben hier Nach Definition der Folge muss das eben sein in rn hoch minus 1 m, weil das xn ja in m ist. Und jetzt wissen wir aber, rn hoch minus 1 m, da kommt jetzt hier dieses Sternchen ins Spiel, das ist gerade keine Teilmenge von u. Also wir bringen hier oben in Sternchen sozusagen das rn auf die andere Seite, dann wissen wir, das ist keine Teilmenge von u und das für alle n aus n. Das heißt aber, rn hoch minus 1 xn als Folge hat immer irgendwelche Folgen, die ab einem gewissen Index nicht in u liegen. Das heißt aber, nach Konvergenzdefinition, dass diese Folge rn hoch minus 1 xn nicht gegen 0 konvergiert. Weil sonst müssten ja ab irgendeinem Index mal alle Folgen, die da drin sein. Und das ist natürlich ein Widerspruch, weil wir haben ja angenommen, dass alle diese Folgen gegen 0 konvergieren. Das heißt, wenn m nicht beschränkt ist, kriegen wir einen Widerspruch zur Annahme. Und damit haben wir dann die Aussage doch gezeigt. So, kommen wir zu einem ganz kurzen Clip. Und zwar wollen wir nur eine einzige Definition hereinpacken, die aber sehr wichtig ist. Und zwar kommt jetzt der Teil des Abschnitts, wo die linearen Operatoren ins Spiel kommen.
Also wir haben jetzt viel mit beschränkten Mengen rumgeaspelt. Wir haben insbesondere gezeigt, okay, wir haben ein äquivalentes Kriterium. Jetzt wollen wir das Ganze aber irgendwie funktionalanalytisch auf Operatoren betrachten. Also wir nehmen uns jetzt mal zwei topologische Vektorräume, E und F. Und dann nehmen wir uns einen Operator von E nach F. Der soll linear sein. Erstmal sagen wir noch nichts über die Stetigkeit aus, weil der Begriff, der jetzt kommt, der lässt sich für unstetige Operatoren genauso formulieren. Und zwar heißt unser Operator jetzt beschränkt. Ja, falls t von m in f für alle beschränkten Mengen m in e beschränkt ist. Das heißt nichts anderes als die Bilder beschränkter Mengen sind wieder beschränkt. Ja, diesen Begriff eines beschränkten Operators, den werden wir gleich in Satz 137 äquivalent kennenlernen zur Stetigkeit, wie wir das ja im Prinzip in der GFA schon gesehen haben, nur in einem anderen begrifflichen Rahmen. Bevor wir das machen, wollen wir uns noch angucken, was genau passiert mit diesem äquivalenten Kriterium für Beschränktheit, wenn wir uns mal angucken, was passiert denn in metrischen Vektorräumen. Das ist so eine Sache, die steht jetzt mehr so ein bisschen für sich. Ist allerdings ab und zu mal ganz nützlich und insbesondere brauchen wir sie, um halt hinterher diese Äquivalenzen zu zeigen für lineare Operatoren und Stetigkeit. Das heißt, das, was wir jetzt einschieben, ist sozusagen vorbereitendes Lemma auf den Satz, der danach kommt. Also Lemma 1, 3, 6. Und zwar sagt das Folgendes: Wenn e, d ein metrischer Vektorraum ist, dann gelten folgende Aussagen. Und zwar erstens, wenn wir x in E haben und dazu uns nehmen eine natürliche Zahl n, dann gilt, dass die Distanz gemessen mit der Metrik von nx zu 0 kleiner gleich ist als n mal die Distanz von x zu 0. Also das heißt, das kann nicht plötzlich komplett abhauen. Also es ist dadurch gebunden, wie weit das x an sich von der 0 entfernt liegt. Und zweitens wollen wir Folgendes sagen, wenn wir eine Folge xn in e haben, also xn Teilmenge e, und wir wissen, dass diese Folge xn konvergent ist gegen 0, dann ist die Aussage, es existiert eine Folge Alpha n positiver reeller Zahlen oder dass Alpha n bestimmt gegen unendlich divergiert, aber trotzdem Alpha n mal xn noch gegen 0 konvergiert. Also das heißt, wenn wir die Konvergenz im Raum haben, also in E gegen 0, dann gibt es Folgen, die zwar eigentlich divergent sind im Körper, aber deren Produktfolge trotzdem noch gegen 0 geht. Und das ist nicht wahnsinnig überraschend. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Xn können wir zum Beispiel wählen als 1 durch n². Das geht natürlich gegen 0 für n gegen unendlich in unserer üblichen Metrik. Naja, und dann nehmen wir Alpha n gleich n. Das geht natürlich für n gegen unendlich gegen unendlich weg, aber das, was uns interessiert, nämlich das Produkt der beiden, nämlich Alpha n xn, ja, das ist dann n mal 1 durch n Quadrat, das ist 1 durch n, aber das bleibt immer noch eine Nullfolge in R. Na, also solche Folgen findet man immer, also der Satz sagt quasi aus, wenn wir einen metrischen Vektorraum haben, ist das sozusagen der Normalfall. Ne? Natürlich muss man sich diese Folge Alpha n immer passend basteln, das ist gut, aber das Schöne ist sozusagen, der Beweis wird uns gleich zeigen, wie diese Folge Alpha n im Allgemeinen aussehen kann. Auch die natürlich wie immer nicht ganz spruchreif, aber wir haben so eine Idee, wo man suchen kann dann. Ups. So, fangen wir mal mit A an. Das ist relativ einfach. Ne? Also da müssen wir einfach nur ein paar Mal die Dreiecksungleichung, die Invarianz ausnutzen. Wir kriegen nämlich einfach d von nx, 0. Ja, das ist ja erstmal nichts anderes, kleiner gleich die Dreiecksungleichung, als die Summe
gleich 1 bis n, d von kx, k minus 1 mal x. Ja, also wir schmuggeln einfach von k gleich 1 bis n immer jeweils das k mal x dazwischen und ziehen die Dinger dann mit der Dreiecksungleichung für die Metrik auseinander. Ja, das wissen wir allerdings, dass das Ding eine Teleskopsumme ist. Das heißt, das ist nichts anderes als n mal die Distanz von 0 zu minus x. So, und jetzt ist es so, dass wir hier drauf die Translationsinvarianz der Metrik anwenden können. Ein metrischer Vektorraum ist ja gerade so gebastelt gewesen, dass die Metrik, die die Topologie auf dem Ding stiftet, dass die gerade translationsinvariant ist. Also kann ich jetzt hier einen x auf beide Argumente drauf addieren. Das heißt hier Translationsinvarianz. Dann habe ich da stehen n mal d von x, 0. Na, und dieses Argument hier mit dem Summen aufblasen, das ist zum Beispiel auch bekannt, wenn man mal irgendwann den Banachschen Fixpunktsatz bewiesen hat. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn man diese Videos guckt, dass man den schon gesehen hat. Der wird nämlich meistens bewiesen in der Analysis, wenn es darum geht, hat eine Differentialgleichung genau eine Lösung. Der wird bewiesen meistens nochmal in der Numerik, wenn es darum geht, hat ein Iterationsverfahren genau einen Fixpunkt. Und den braucht man auch ganz häufig in dann entsprechenden Anwendungen der Funktionalanalysis, PDE, Stochastik, ja, also irgendwie sowas. Da Fixpunktsätze spielen sowieso eine explorierte Rolle in der FA, gerade in der nichtlinearen FA. Und da ist das eben relativ das gleiche Argument. Also man pumpt das ganze Ding mit der Dreiecksungleichung auf. Das war also der einfache Teil. Jetzt wollen wir uns diese Folge Alpha N hier besorgen. Also Teil B. Und jetzt sehen wir natürlich zuerst, okay, es gilt ja d von xn, 0 muss ja für n gegen unendlich gegen 0 konvergieren. Weil die Metrik ist ja stetig, xn konvergiert gegen 0. Und weil das der Fall ist, existiert eine streng monoton wachsende Folge nk. Streng monoton wachsende Folge nk. Teilmenge n. Also eine Folge natürlicher Zahlen. Und zwar mit folgender Eigenschaft. D von xn, 0 ist kleiner als 1 durch k Quadrat. Und zwar für alle n größer gleich nk. Nur weil das Ding gegen 0 konvergiert, muss es für jeden Index so ein nk geben, sodass das kleiner ist als 1 durch k². Und jetzt definieren wir uns einfach die Folge Alpha n. Und zwar folgendermaßen, Alpha n soll sein gleich. Ja, entweder soll es 1 sein oder es soll k sein. Also es ist bis zu einem gewissen Punkt konstant 1 und dann steigt es monoton. Und jetzt muss man nur aufpassen, wo das der Fall ist. Und zwar 1 kleiner gleich n, kleiner gleich n1. Also das ist jetzt abhängig von dieser Folge nk und die ist streng monoton wachsend. Und das k soll es sein, wenn das n hier zwischen nk kleiner gleich nk plus 1 liegt. Ne? Also das Ding hier, das nk ist streng monoton wachsend, das geht also gegen unendlich. Das heißt, das Ding hier muss auch letzten Endes gegen unendlich sein und zwar monoton. Also n aus n. Ja, mit dieser Setzung haben wir dann sofort Alpha n monoton gegen unendlich, wenn das n gegen unendlich geht. So, und jetzt müssen wir quasi nur noch diesen Fall nachrechnen, dass mit dieser Setzung auch wirklich Alpha n mal xn tatsächlich gegen 0 konvergiert, weil das ist jetzt noch nicht ganz ersichtlich, das müssen wir halt noch kurz nachrechnen. Für n gleich, hier in dem oberen Bereich ist das klar. Weil dann steht ja Alpha n mal xn gleich xn. Und das geht gegen 0. Das ist alles gut. Wir müssen also nur für die Fälle nk kleiner gleich nk plus 1 das Ganze machen. Und da ist es freundlicherweise ganz angenehm. Also für nk kleiner gleich nk plus 1 gilt nach dem ersten Teil. Dafür steht er nämlich da. Ja, dass ich d von Alpha n mal xn, 0 ja anders schreiben kann als d von, jetzt setze ich das Alpha n ein, weil in dem Bereich weiß ich, es ist gerade k, also k mal xn, 0. Jetzt weiß ich nach Teil a, ist das dann kleiner gleich als k mal die Distanz von xn, 0. Das k ist ja jetzt fix und das d von xn, 0 kann ich ja abschätzen in diesem Bereich, gerade durch 1 durch k Quadrat. Also ist das kleiner als k mal 1 durch k Quadrat.
Das ist aber 1 durch k. Und das ist gerade die Behauptung, ne? Weil dadurch folgt, dass Alpha n x n wird kleiner als 1 durch k. Und das ist gerade eine andere Variante dafür zu schreiben, dass das Ding gegen 0 konvergiert, ne? Also damit folgt die Behauptung. Und man sieht sozusagen das Beispiel, was ich oben eingeschoben habe, ne? Also hier dieses 1 durch n Quadrat und 1 durch n, beziehungsweise n. Das ist prototypisch für das, was wir hier basteln. Ne? Also wir nehmen uns irgendwie so eine Folge, schätzen die dann passend ab, dass wir so eine Abschätzung hier hinkriegen und dann ergibt sich dieses Abfallverhalten hier von alleine. Ne? Und das regelt gerade diese Definition der Folge Alpha n. Das ist halt ein bisschen tricky, aber da kriegt man im Prinzip diese prototypische Stellung des ersten Beispiels auch genau wieder im Beweis raus. So, als nächstes kommt jetzt wie angekündigt diese äquivalente Charakterisierung von Stetigkeit. Und das ist ein Satz, den wir im Prinzip schon aus der GFA kennen. Da haben wir als solchen schon mal formuliert. Aber wir wollen das jetzt nochmal in diesem etwas allgemeineren Setting machen, der topologischen Vektorräume. Und das machen wir auf folgende recht angenehme Art und Weise. Wir nehmen uns einfach mal zwei topologische Vektorräume E und V, E und F. Und dann nehmen wir uns einen linearen Operator T von E nach F. Und dann betrachten wir zunächst nur mal folgende Aussagen, ohne eine Aussage zu treffen über Äquivalenz oder Geltung. Also gelten werden die schon alle, aber wir wollen dann hinterher auch noch eine Implikationskette machen. Die erste Aussage ist, T ist stetig. Da wollen wir ja hin. Die zweite Aussage ist, dass T beschränkt ist. T ist beschränkt. Ja, die dritte Aussage sagt uns, haben wir eine Folge xn in E und wir wissen, dass xn eine Nullfolge ist, dann ist die Bildfolge txn beschränkt, dann halt in f. Und die letzte Aussage ist, wenn ich weiß, xn ist eine Nullfolge in E, dann folgt auch das txn eine Nullfolge ist in F. So, das sind die vier Aussagen, die uns interessieren. Und dann gilt in diesem allgemeinen Setting da oben eben leider keine Äquivalenz, sondern dann gelten nur die Implikationen A impliziert B impliziert C. Mehr kann man in dem allgemeinen Setting nicht zeigen. Ist jetzt E zusätzlich ein metrischer Vektorraum? So sind alle Aussagen äquivalent. Also insbesondere haben wir diese Aussagen oder diese Äquivalenzen also für Fréchet-Räume zur Verfügung. Und das ist ja im Prinzip die Klasse, die so das Schöne aller Welten vereint, weil da fallen Banachräume drunter, da fallen Hilbert-Räume runter. Und ja, das wollen wir jetzt im Prinzip zeigen. Also was machen wir? Wir machen A nach B nach C. Da setzen wir nur voraus topologische Vektorräume. Und wenn wir dann C nach D machen und D nach A, dann können wir metrische Vektorräume voraussetzen. Und wenn wir das alles durchlaufen lassen, dann haben wir den Satz bewiesen. Also das ist sozusagen die Grundidee jetzt. Also Beweis. Ja, fangen wir mal mit A nach B an. Also das ist sozusagen jetzt nur das Setting, wo wir topologische Vektorräume voraussetzen. Also sei M beschränkt in E. Und dann nehmen wir uns eine Nullumgebung V im Bild, also in F. Jetzt haben wir vorausgesetzt, dass das T stetig ist. Naja, das heißt, es existiert zu dieser Nullumgebung V eine Nullumgebung U in UE von 0, also im Umgebungssystem der 0 in E. Ja, sodass T von U eine Teilmenge ist von V. Und zwar so, dass ich 0 wirklich auf 0 abbilde. Das ist einfach die Anwendung der topologischen Stetigkeit. M ist ja beschränkt gewesen nach Voraussetzung. Das haben wir generell hier oben vorausgesetzt. Ja, das heißt, es existiert dann so ein S größer 0, also dass ich das M einsperren kann in T mal V. Ja, für alle T größer als S. Das heißt aber, T von M, da wollen wir ja mal eine Aussage drüber treffen.
Das ist ja eine Teilmenge durch die Linearität von t mal u, t von u, t von t mal u. So. Jetzt können wir nochmal die Linearität ansetzen. Das t können wir rausziehen, ist ja ein linearer Operator, also t mal t von u. Ja, und t von u ist aber gerade eine Teilmenge von v, also ist das eine Teilmenge von t mal v, ja, für alle t größer s, weil sonst dürften wir das hier oben ja gar nicht anwenden. So. Das heißt aber, was hier steht, ist t von m ist eine Teilmenge t mal v, und zwar für alle t größer s. Das ist ja gerade die Definition von Beschränktheit gewesen, also ist t von m gerade beschränkt. Das ist a nach b. Und b nach c ist jetzt das Schöne, da können wir einfach sagen, das gilt automatisch nach dem, was wir schon gemacht haben. Denn das gilt, weil ja konvergente Teilfolgen beschränkt sind nach dem ersten Lemma, was wir aus diesem Abschnitt wissen. Also gilt da konvergente Teilfolgen. Diese sind ja insbesondere konvergente Folgen und damit nach Lemma 1.3.1 beschränkt. Ja, also da kommt dieses erste Lemma rein, was ja eigentlich nur eine Beispielklasse gegeben hat, aber halt hier an der Stelle auch wieder für einen Beweis wichtig ist. So, also das hier, das sind die beiden, wo wir quasi nur topologische Vektorräume voraussetzen. Jetzt kommen die beiden Implikationen, die das Ganze dann zum Ringschluss machen, die metrische Vektorräume als Voraussetzung bekommen. Ups, wir haben ein bisschen zu weit gescrollt. Fangen wir also mal mit C nach D an. Jetzt wissen wir ja, wir haben eine Nullfolge in E und wir können voraussetzen, dass dann die Bildfolge beschränkt ist. Und jetzt wollen wir zeigen, dass die dann auch gegen 0 konvergiert. Jetzt nehmen wir also das vorige Lemma. Da haben wir ja gerade was für metrische Vektorräume bewiesen, also nach Lemma 1.3.6. Existiert damit eine Folge Alpha n positiver reeller Zahlen, sodass das Alpha n gegen 0 konvergiert und das Produkt Alpha n xn dann auch nicht 0. Na, wir gucken noch mal ganz kurz nach, was hatten wir da oben wirklich gemacht? Na, wir haben gesagt, Alpha n soll gegen unendlich gehen. Das muss also hier unendlich sein. Ja, wieder geschlampt. Gegen unendlich. So. Ups. Jetzt haben wir aber auch den Satz 1,3,4 bewiesen. Na, das ist noch gar nicht so lange her. Und der sagt uns jetzt, okay, wenn ich mir Tx ausrechne, dann ist das das gleiche, als wenn ich ja T von Alpha n hoch minus 1 Alpha n x ausrechne. Das ist ja aber das gleiche wie Alpha n hoch minus 1 mal t von Alpha n x n. So, das hier ist nach Voraussetzung beschränkt. Und das hier, das geht nach Voraussetzung eben gerade gegen 0, weil ja Alpha n gegen unendlich geht. Und dann sagt uns der 1,3,4er, ja gut, ne, Nullfolge mal beschränkt ist eine Nullfolge. Also geht das gegen 0. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Ne, also damit ist C nach D fertig. Jetzt wollen wir noch D nach A machen. Also wir wollen jetzt voraussetzen, dass so eine beschränkte Folge xn gegen 0 konvergiert. Und daraus wollen wir die Stetigkeit holen. Ja, und das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Das heißt, wir nehmen einfach mal an, das t wäre nicht stetig, ne? Also Annahme, a wäre falsch. Ja, da muss es ja irgendwie einen Widerspruch zu d geben. Dann existiert nämlich eine Nullumgebung v in f, sodass t hoch minus 1 von v keine Nullumgebung in u enthält. Keine Nullumgebung in U. Jetzt ist E aber ein metrischer Raum. Ne, wir haben hier einen metrischen Vektorraum vorausgesetzt. Das heißt, insbesondere haben wir natürlich einen metrischen Raum. Das heißt, E hat eine abzählbare Nullumgebungsbasis, weil es ja das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt als metrischer Raum.
Das heißt aber, weil wir eine abzählbare Umgebungsbasis haben, existiert eine Folge xn in E, naja, sodass gerade Alpha n gegen 0 konvergiert und t mal, Entschuldigung, xn gegen 0, nicht Alpha n, sodass xn gegen 0 konvergiert, aber txn nicht in V liegt. Na, das ist gerade hier diese Nullumgebungsgeschichte. Das heißt aber, t mal xn konvergiert nicht gegen 0, ist also nicht beschränkt, ne, in unserem Setting. Das heißt, d ist falsch. Er ist nicht beschränkt, ist falsch. Es ist nicht in dieser Umgebung hier drin. Also ist d falsch. D ist aber als richtig vorausgesetzt worden, also ist das der Widerspruch. Ja, und das heißt, a muss gelten, also muss das Ding stetig sein. Damit haben wir auch diesen Beweis fertig. So, zum Abschluss von Kapitel 1.3 kommen wir jetzt, wie angekündigt, noch zu einer Variante des Hahn-Banach. Und zwar zu der sogenannten geometrischen Version, weil dieser Satz eben etwas aussagt, wie ich Hyperebenen voneinander trennen kann. Wir wollen jetzt aber hier gar nicht großartig auf die geometrische Bedeutung raus, sondern wir wollen einfach nur sozusagen die Ungleichungen haben, die dieser Satz sozusagen wirft. Und das ist Theorem 1.3.8, der dann eben aus historischen Gründen und eben aus der vorhandenen geometrischen Anschauung heraus eben der geometrische Hahn-Banach heißt. Da kann man dann auch ein paar Skizzen zu finden, zum Beispiel im Caballo. Im Grundkurs Funktionalanalysis, da steht das ganz ausführlich drin und auch schön bebildert. Also einfach mal reinschauen, wenn man da die Möglichkeit zu hat. Wir wollen uns jetzt erstmal angucken, was heißt das Ding oder was sagt uns das überhaupt aus. Also wir nehmen uns einen lokalkonvexen topologischen Vektorraum. Dann nehmen wir A Teilmenge E abgeschlossen und konvex. Dann nehmen wir uns einen x0 in E ohne A. Und dann ist sozusagen die Aussage dieses Satzes, dass wir x0 und A trennen können. Also sagt das nämlich, es existiert ein Phi im Dualraum E' und ein Epsilon größer 0, sodass der Realteil von Phi von x0 kleiner ist als der Realteil Phi von x0 plus Epsilon, so weit so trivial. Und das soll aber kleiner gleich sein als der Realteil Phi von y für alle y in A. Ja, das ist dann, und hier steckt sozusagen die Trennung hinter. Ne? Also hier kann ich sozusagen mir das x0 nehmen, das hat einen Realteil und da kann ich die Realteile von y klar trennen für jedes y in A. Und jetzt gilt noch eine witzige Zusatzeigenschaft, ist nämlich, dass A nicht nur abgeschlossen und konvex, sondern auch absolut konvex. So können wir die Aussage verschärfen. Und zwar so gilt, ja, es existiert immer noch ein Phi in E' und ein Epsilon größer 0. Allerdings gilt der Betrag Phi von Y kleiner plus Epsilon. Plus Epsilon, der ist kleiner gleich der Realteil Phi von x0 für alle y aus A. Also hier ist es dann tatsächlich noch eine schärfere Abschätzung, wenn man so möchte. So, der Beweis, naja, der benutzt jetzt leider noch eine andere Variante. Da möchte ich allerdings jetzt keinen Beweis zu geben. Ich gebe nur an, dass man das machen kann und ich gebe euch an, wo man den Beweis findet in dem Literaturverzeichnis. Da sind ja im Prinzip auch meine alten Vorlesungen mit verlinkt, die ich damals gehört habe. Und der Satz, den wir jetzt hier machen, der kommt gerade aus einer dieser Vorlesungen. Und da kann man dann halt sich das Ganze mal in Ruhe zu Gemüte fügen. Also zunächst kann man zeigen. Ich möchte das an dieser Stelle einfach mal offen lassen. Das ist aber im Prinzip auch nichts anderes als eine Version des Hahn-Banachs. Nur halt für konvexe Mengen. Ne? Also ist E lokal konvexer topologischer Vektorraum und ich habe zwei Teilmengen, die konvex sind. Ich habe, dass beide Mengen nicht leer sind und ich habe, dass die Mengen disjunkt sind.
Also ich habe disjunkte konvexe Mengen und ich möchte fordern, dass die eine Menge, nämlich u, offen sein soll. Naja, dann gibt es gerade eine Linearform phi in e', sodass ich den Realteil phi von x kleiner habe als den Realteil phi von y, und zwar für x in u und y aus v. Das heißt, ich kann also u und v mit einem linearen Funktional trennen. Und manchmal sagt man zu diesem Satz auch geometrischer Hahnbanach, weil das eben so ein geometrischer Trennungssatz ist für konvexe Mengen. Wir nehmen aber den oberen sozusagen als das, was wir haben wollen. Und der Beweis, den kann man zum Beispiel finden eben in der FA1-Vorlesung, die ich verlinkt habe. Das wäre gerade diese hier. Und zwar ist das Satz 2, 5, 16 oder 15. 15. Satz 2, 5, 15. Genau. Also da findet man den Beweis. Der beruht im Wesentlichen auf dem normalen Hahn-Banach. Man muss halt nur das Setting richtig konstruieren. Wenn wir das jetzt also mal als gegeben hinnehmen, dann können wir den Satz, den wir da oben haben, auch beweisen. Also nach Lemma 1, 2, 15. Das war ein so ein technisches Lemma, wo wir Nullumgebungen charakterisieren haben. Nach diesem Lemma existiert eine konvexe Nullumgebung. U-Teilmenge E mit x0 plus u geschnitten a gleich leer. Das war dieses eine Lemma, wo wir eben genau solche Umgebungen konstruiert haben. Satz 1, 2, 18, und zwar genauer Teil B, sagt uns dann, wir können u auch ohne Probleme als absolut konvex annehmen. Ja, genau. Weil der Inhalt dieses Satzes war ja sinngemäß, haben wir irgendwie eine konvexe Nullumgebung, so gibt es immer eine da drin, die absolut konvex ist. Ne? Also können wir U auch als absolut konvex annehmen. Annehmen. So, nach 1 existiert dann ein Phi in E', sodass der Realteil Phi von x plus der Realteil Phi von u kleiner ist als der Realteil Phi von y für alle u in u und y in a. Also das ist gerade diese Trennungseigenschaft. Und jetzt setzen wir uns das Epsilon passend. Also wir setzen Epsilon gleich das Supremum aller u aus der Menge u. Und dann nehmen wir den Realteil Phi von u. So. Und jetzt wissen wir ja, okay, wir haben u als absolut konvex angenommen. Das sagt uns dann gerade, dass dieses Epsilon größer 0 ist. Naja, und jetzt habe ich hier sozusagen die erste Behauptung stehen. Man muss halt nur dann in dieser Ungleichungskette das Epsilon an die richtige Seite dran schmuggeln. Also damit folgt Behauptung 1 sozusagen. Jetzt müssen wir halt nur noch diese verschärfte Ungleichung bekommen, wenn wir halt von Anfang an sagen, okay, unsere abgeschlossene Menge ist absolut konvex. Also müssen wir hier zwei Sachen aufpassen. Wir haben hier eine Umgebung genommen, eine Nullumgebung. Die können wir als absolut konvex annehmen. Dadurch wird aber natürlich unser A nicht zwingend direkt absolut konvex. Jetzt setzen wir voraus, dass das A absolut konvex sei. Wenn wir das haben, dann existiert natürlich ein Phi in E' und ein Gamma aus R, sodass ich Realteil Phi von Y nehmen kann, das kleiner als dieses fixe Gamma kriege und das kleiner als den Realteil Phi von X0, wobei dieses X0 eben in E ohne A war. Ups. Und zwar das Ganze für alle Y in A. Wie kriegen wir das? Naja, wir ersetzen einfach in 2 das da stehende Phi
durch minus Phi, dann kriegen wir die zweite Abschätzung raus. Phi von A ist ja jetzt wieder kreisförmig. Ja, das war so einer der Sätze, die wir irgendwo hatten, zwischendurch mal, wenn wir eine lineare Abbildung haben und das auf eine kreisförmige Menge loslassen, ist das auch wieder kreisförmig. Also da Phi von A kreisförmig ist, also entweder hatten wir das als Satz drin oder man zeigt es leicht, ne? Also das ist nichts Dramatisches, gilt sogar, dass der Betrag Phi von Y kleiner gleich als Gamma ist. Für alle y aus a. Ne? Also da geht die Kreisförmigkeit von phi von a rein, sonst könnten wir das hier nicht einfach folgern. Ja, und das ist gerade die Abschätzung, die wir haben wollten. Das Gamma ist jetzt halt, also das Gamma übernimmt halt die Rolle, wenn man so möchte, von diesem Epsilon, wenn man das jetzt aufdröselt. Also man muss hier die Fallunterscheidung auflösen durch den Betrag und dann kriegt man das Gamma auf natürliche Art und Weise da raus. Und das ist gerade das, was wir haben wollen. Und diesen Satz, den brauchen wir jetzt auch nicht am laufenden Bande, aber der kommt ein, zweimal vor und dann haben wir da einmal sauber stehen und dann kann man damit weiterarbeiten. Und ja, das wäre es dann für dieses Kapitel. Und jetzt möchte ich noch mit einer ganz kurzen Erinnerung schließen. Und zwar haben wir jetzt in diesem Kapitel ziemlich viel auf dem Dualraum schon wieder rumgehext. Und zwar immer auf dem E'. Wir wissen aber ja aus der GFA, dass unser E' ja nur eine Teilmenge ist von unserem topologischen Dualraum, nämlich von E'. Also der Menge aller Linearformen von E in den Körper, die aber keine Stetigkeitsforderung haben. Und diese Teilmengenrelation, die da unten jetzt steht sozusagen, die sagt natürlich alle Aussagen, die in diesem Abschnitt getätigt wurden, die nichts mit Stetigkeit zu tun haben, kann ich auch ohne Probleme für unbeschränkte Operatoren übernehmen. Ja, bei unbeschränkten Operatoren muss man dann nur mit der Stetigkeit aufpassen, weil die macht ja so einen linearen Operator sofort beschränkt in gewissen Settings. Und da muss man dann halt unter Umständen mit anderen Methoden drangehen. Da machen wir aber in Kapitel 7 dann auch ein bisschen was zu. Also das kommt dann noch. Damit wären wir für dieses Kapitel durch. Und ja, nächstes Mal beschäftigen wir uns dann mit der Erzeugung lokal konvexer Topologien. Und dann sind wir auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und habt ein bisschen was mitgenommen. Falls ihr konstruktive Anmerkungen, Kritik oder Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder ihr setzt einfach einen Kommentar unter das Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.